Ja, hallo liebe Zigarrenaficionados, heute ein weiteres Zigarren-Review. Wir bleiben bei La Rosa de San Diego aus Nicaragua. Und mein aufmerksamer Zuschauer Heiko hat mich Lügen gestraft und er hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass die Zigarre von Passion Puro importiert wird und nicht von starken Zigarren. Sorry, mein Fehler. Aber es ist noch ein bisschen undurchsichtig gewesen. Meiner Meinung nach, wie auch immer, hier haben wir die Cameroon Edition mit dem Cameroon Deckblatt. Umblatt wieder das H2000 Ecuador. Und Einlage haben wir Jalapa, also Nicaragua, / Ometepe. Deswegen habe ich sie mir auch bestellt. Man merkt auch schon vom Kaltgeruch her, so diese Würze, so dieses ganz frische, bisschen verbrannte Erde auch. Und das Deckblatt ist ein bisschen rustikaler als die letzte Zigarre, die ich gehabt habe von La Rosa de San Diego. Da war das Deckblatt ja richtig schön. Samt war ich hier so ein bisschen rustikaler, aber das soll ja nichts bedeuten. Und ja, Aufmachung nach wie vor super. 6,20 Euro, 15,24 cm Länge, 50er Ringmaß. Vom Kaltzug her hast du so ein bisschen was Moosiges, Grasiges wieder. Von der Würze schmeckt man erst versetzt so ein bisschen was auf der Zunge. Und ja, dann machen wir sie an. Ich werde heute noch andere Sachen anmachen hier. Mal schauen, was sich hier so finden lässt. Ja, das ist auf jeden Fall recht würzige Aromen, bisschen Kaffee, ein bisschen Zedernholz, so in die Richtung. Und ja, habe jetzt wieder Probleme im Handy, es stellt nicht so scharf, wie ich es möchte und fokussiert hin und her, keine Ahnung. Ich hoffe, ihr seht trotzdem einigermaßen was. Also sie hat einen würzigen Charakter, ein bisschen Kaffee, ein bisschen Zedernholz. Pfeffer, also schmeckt. Ich melde mich, bis gleich. Ja, musste das Handy neu starten, jetzt irgendwie funktioniert so halbwegs. Ich hoffe, ihr seht was. Ja, also der Pfeffer arbeitet sich ziemlich schnell aus auf den ganzen Lippen, aber ist nicht zu krass. Also 4,5 von 10 würde ich jetzt mal sagen, von der Stärke her. Ansonsten angenehm eigentlich. So ein bisschen was Süßliches. Ja, vom Kamerun-Deckblatt. Na, ich hoffe, dass da noch ein bisschen was Fruchtigeres kommt. Abbrand ist ganz schön. Und ja, gefällt von Anfang an eigentlich. Also so kann man auf jeden Fall den Tag starten. Gefällt mir mehr als die letzte. Mir fällt aber gar nicht mehr ein, welche das war. Connecticut war es nicht. Ich weiß gar nicht mehr, welche das war. Das ist nach einem Tag mein Gedächtnis. Ja, es ist echt eine gute Zigarre. Also die schmeckt mir. Ja. Die Zigarre wird ein bisschen milder. So ein bisschen Zedernholz. Wird ein bisschen trockener. Floraler. Also so ein bisschen Erde kommt schon durch. Aber schmeckt. Jetzt gerade erst ist die Asche runtergekracht. So, mir ist jetzt auch eingefallen, welches denn die erste war, beziehungsweise die von gestern. Das war ja die Sumatra, schon wieder ganz vergessen. Also hier, ich finde die feiner, besser, komplexer, aber jetzt auch nicht von den Aromen her, klar, am Anfang der Pfeffer, aber jetzt auch nicht zu dominant oder nicht zu krass, sage ich jetzt mal. Jetzt ist sie definitiv auf der floralen Schiene unterwegs. Ein bisschen Gras, ein bisschen Bitterkeit doch auch gekommen, ein bisschen Erde. Ja, ist nicht schlecht.
gefällt mir mehr als die Sumatra, definitiv. Und geht nicht aus, auch selbst hier bei dem Wind jetzt irgendwie, klar, jetzt ist der Abband nicht mehr das Schönste. Allerdings, bis eben war er wirklich sehr schön, bis vor 10, 20 Minuten. Und auch Lumen ist im Mittelfeld so und muss, ja, ist unkompliziert, von dem her passt schon. Ja, ich habe es ja schon angedeutet gehabt, dass sie recht schnell runterbrennt. Also ich bin jetzt gerade mal bei einer Stunde, ja. Also da war die Sumatra deutlich langsamer, sage ich jetzt mal vom... Ja, aber man muss halt sagen, es ist natürlich ein bisschen windig und so weiter, aber ich habe das Gefühl gehabt, dass die ein bisschen flockiger gerollt war, also ein bisschen leichter. Nicht so viel Ometep genommen wahrscheinlich, ja. Deswegen, ja, 70, 80 Minuten kriegen wir da schon hin. Das muss man ein bisschen berücksichtigen. Schade eigentlich, weil ich die geschmacklich interessanter finde, aber schneller runterraucht. Und die andere, die Sumatra, war ein bisschen langweilig und ja, eine 2 Stunden halt. Aber ja, mein Gott, so ist es halt. Wie gesagt, geschmacklich tut sich jetzt aber nicht mehr viel. Kam halt die Florale, das grasige, erdige dezent dazu. Sie ist nach wie vor eher trocken, ledrig so ein bisschen, aber nicht zu krass. Und ja, ist aber eine gute Zigarre. Also Leute, 6,20 Euro. Müssen wir halt berücksichtigen, gell? Dafür bietet sie schon einiges. So, jetzt sind wir bei 80 Minuten, aber jetzt ist dann auch gut. Und ja, ist eine gute Zigarre. Ich hätte mir noch ein paar Minuten mehr gewünscht, aber das spricht ja für die Zigarre. Und deswegen eine 4 von 5. Ist eine ordentliche Zigarre zum fairen Preis. Schönes Format, aber raucht relativ fix runter. Aber ich meine, 70, 80 Minuten ist okay. Ja. Von dem her 4 von 5. Liken, kommentieren, abonnieren. Und ja, wenn du mir Zigarren zuschicken möchtest zum Probieren, könnt ihr mich gerne anschreiben.